Wilde, bitte erinnern Sie sich. Das kleinste Detail etc. Ich erinnere mich nur daran, wie die Banditen rochen, die mich entführt haben. Und dieser Jeremiah jammerte darüber, dass er für der Keil arbeitet. Sie meinen wohl der Pfeil. Na egal, Jeremiah sagte, sie sollten alle warten, bis der Keil freigelassen wird. Macht keinen Sinn, oder? Das war wirklich. Wähler unsere Stelle ein, unseren Platz einnehmen. Das passt doch überhaupt nicht. Wir gerade geben oder ins Gefängnis, aber. So, was er tut, das ist wie krank. Mr. Holmes, ich danke Ihnen sehr dafür, dass ich all diese tollen Eindrücke vom spannenden Kampf gegen das Verbrechen sammeln durfte. Aber ich denke, ich habe nun genug. Was war der Grund für den Tod von Jeremiah Thorne? Bitte? Nutzen Sie Ihren scharfen Verstand. Selbstverteidigung, mein lieber Watson. Holmes, mein Freund, war es das jetzt mit den Gemeinheiten gegen mich? Können wir jetzt gehen? Nein. Wilde, ich weiß, dass Sie davon besessen sind, mich zu spielen. Leider führte das dazu, dass Sie mir das Leben nehmen wollten, was ich recht maßlos finde. Sie heuerten Jeremiah für den schwierigsten Part an, den Mord an mir, und danach entledigten Sie sich seiner. Was? Sind Sie verrückt? Dieser Jeremiah war ein Niemand. Ich bin der Einzige, der sie retten kann. Ja, und offensichtlich sind sie auch geistig instabil. Daher tragen sie keine Verantwortung dafür. Ich? Instabil? Oh, ich fühle mich pudelwohl, wie ein echter Pudel. Ich denke, eine Behandlung in Bedlam wird ihnen dennoch guttun. Ah, nein, sie sind neidisch. Neidisch auf mich. Sicherlich sind wir neidisch. Mhm. Weil wir so dankbar sind. Prozent war mir das erst mein. Zwei Hinweise fehlen. Holmes, finden Sie sich damit ab. Sie müssen sich ernsthaft mit Kate über Ihre wirkliche Herkunft unterhalten. Niemals. Keine Ausreden. Sie wird bald genug erfahren, dass Alice fortgeht. Und das andere Geheimnis wird sie Ihnen nicht verzeihen. Sie muss den Grund nicht kennen. Nicht? Sie wird Sie für Alice' Abreise verantwortlich machen. Wollen Sie das? Nein, ich will das. Kate hat recht. Ich mache immer das Falsche, wenn es um Sie geht.
Hören Sie, wenn wir in der Baker Street sind, werde ich Ihnen dabei helfen. Fahrer, warum halten wir an? Die Straße zum Platz ist blockiert, Sir. Warum? Es gab wohl einen schlimmen Unfall. Na, wunderbar. Gehen wir, es könnte Verletzte geben, die Hilfe. Oh shit. Er atmet nicht mehr, sein Herz schlägt nicht. Die Pupillen sind verkleinert, bewegen sich aber. Er ist noch am Leben. Er wird überleben. Holmes, stehen Sie nicht herum. Tun Sie etwas. Bringen Sie sich in Sicherheit, Sir. Ohne Ihre Hilfe wäre ich gestorben. Lass ihn aus. Entschuldigung. Was? Der ist wieder zurück. Was? Nein, der ist weg. Bist du hin, Holmes? Sichtbaren Verletzungen. Vielleicht hilft ja Amanda. Oh, mein Kopf. Mir geht's gut, danke. Chef. Du?
wir dir helfen? Nein. Au! Meine Schulter! Ich bin Arzt. Unter Pferd begraben. Also das ist mit Sicherheit nicht mehr am Leben. Das ist ja noch Bewegung. Danke für die Hilfe. Bitte. Bitte, bitte. Irgendwo weg. Helfen Sie mir bitte. Mein Bein. Watson kann mir sicher viel besser. Wo bist du? Ups. Ach. Helfen Sie! Ich bin Arzt. Das tut weh! Das ist eine hässliche Wunde. Das ist ein Knochen sind wohl heil. Ich denke, ein Notverband sollte vorerst reichen. Einen Moment, ich hole alles Notwendige. Ich lege jetzt den Verband an. Vielen Dank, Doktor. Bitte, bitte. Holmes, da wurde wohl jemand festgenommen. Vielleicht ist es ja die Person, die für das hier verantwortlich ist. Ja, vielleicht. Was halten Sie von diesem Unfall, Holmes? Nicht viel. Was für ein Chaos. Lassen Sie mich gehen. Das ist Unsinn. Einen Polizeibeamten beleidigen. Was jetzt? Reicht es? Um was geht's hier, Constable? Mr. Holmes, dieser Mann hier hat das Gerüst errichtet, das eingestürzt ist und das alles hier verursacht hat. So war's nicht. Sie sind verletzt. Hab einen Hammer abbekommen. Wie? Er ist vom Gerüst gefallen. Als das verdammte Ding zusammenkrachte, flog er runter und erwischte mich am Bein. In dem Moment standen Sie da drüben? Oh ja, dort drüben stand ich. Wenn das so ist, kann er den Einsturz des Gerüsts nicht verursacht haben, Constable. Vielleicht war es nicht stabil genug. Ja, natürlich. Und was hat es umgestoßen? Vielleicht waren Sie es ja mit diesem verfluchten Stock, den Sie da haben. Wenn Sie so weitermachen, bekommen Sie ihn früh genug zu spüren. Moment, Constable. Das Gerüst ist vollständig in sich zusammengebrochen. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Mann für das Desaster hier verantwortlich ist. Ich würde mich hier gerne einmal umsehen. Falls Sie sich nützlich machen wollen, sperren Sie das Gebiet ab. Niemand soll den Bereich betreten oder verlassen. Haben Sie verstanden? Natürlich, Mr. Holmes. Dieser Unfall ist ungewöhnlich. Ich muss mich auf die Details konzentrieren. Ich muss alle Beteiligten in der Unfallsequenz unterbringen. Okay. Und da kann ich nichts machen. Oh, mein armes Bein. Mr. Holmes? Solch einen Unfall habe ich noch nie zuvor erlebt.
Ein üblicher Phaeton. In unüblicher Lage. Diese Kutsche fuhr ins Gerüst, das dann einstürzte. Diese Kutsche fing nach der Explosion im Lampengeschäft Feuer. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Es passierte alles so schnell. Es gab eine Explosion und mein Pferd bockte und schleuderte mich gegen die Schränke da. Ja. Diese Schränke fielen um wie Dominosteine. Hier fielen die Kürbisse nach der Kollision herunter. Ein Karren, der seine besten Tage hinter sich hat. Guten Tag, mein Herr. Dürfte ich Ihnen wohl ein paar Fragen stellen? Ich untersuche diesen Unfall. Sind Sie der Fahrer dieses Wagens? Ja, ich hatte Gemüse von meinem Hof geladen für den Markt in London. Was können Sie mir über den Unfall sagen? Nichts. Es gab eine Kollision, ich flog zu Boden und danach war mir ganz schwindelig. Eine Kollision womit? Mit dem Ding da vor mir. Hielt ganz plötzlich an und ich wollte noch ausweichen, aber ich war nicht schnell genug. Wissen Sie, warum diese Kutsche so plötzlich abbremste und anhielt? Keine Ahnung. Gut. Diese Wartungskutsche wurde in diesen tragischen Unfall verwickelt. Eine echte Katastrophe ist das. Ja. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Nein, dürfen Sie nicht. Verschwinden Sie. Das Pferd konnte wegen der Fahne nicht sehen und raste in das Schaufenster. Diese umgestürzten Lampen könnten das Feuer und die Explosion verursacht haben. Ein toter Fahrer. Ein weiteres Opfer der Explosion. Festliche Fahne. Festliche Fahne. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Es passierte alles so schnell. Es gab eine Explosion und mein Pferd bockte. Was halten Sie von diesem Unfall, Holmes? Oh, mein armes Bein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Unfall stellen? Bitte, nicht jetzt. Ich stehe unter Schock. Dieser Wagen wurde vom einstürzenden Gerüst getroffen. Dieser Mechanismus hat definitiv eine Rolle bei dem Unfall gespielt.